Okay, okay, Leute, ich hab nur mal kurz meine Nase geputzt. Meine Nase. Okay, unser Problem. Da geht's weiter. So, gucken wir mal in die andere Richtung. Da kann ich hin. Nee, da bin ich hergekommen. So schnell kann's gehen, okay. Hört ihr das? Ah! Kommt ins Spiel hier. Bin ich da doch nicht hergekommen? Doch, ich bin da hergekommen. Oder? Nein, da bin ich hergekommen. Frag mich du gerade, warum das Spiel da ist. Ach so, ich hab gelacht. Nee. Stopp, 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 stopp. Gut. Ich weiß irgendwie immer noch nicht, wie es weitergeht. Vielleicht geht es ja auch gar nicht weiter. Ich gucke mir erstmal die anderen Gänge an. Jetzt werden wahrscheinlich einige vom Bildschirm sitzen und schreien, nein, du warst auf dem richtigen Weg. Aber wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung. Das kann doch nicht alles nur für den Lebenskristall sein. Naja. Sachen gibt's in Tomb Raider. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier von dem Level halten soll. Das ist groß, das ist sehr groß. Ja, das ist irgendwie unheimlich groß. Aber den lassen wir uns nicht ein. Wir sind immer das Superweib des Jahres 2012. Okay. Treppen. Okay, aber diesmal nicht. Diesmal nicht. Wir müssen mit unserem Medipack sparsam sein. Und das möglichst gut. Okay. Ja, kommt noch so ein Viech. Oh, die Stille. Hört euch das an. Die Harmonie, das Meerrauschen und Lara Croft mit einem Bildschirm. Wow. Okay. Aha, jetzt ist es getroffen. Okay. Dann ist es sehr gut. Ist es wirklich gut? Ist das gut? Ja, das ist gut. Oder Johnny, ist das gut? Natürlich, Joe. Okay. So, Lara, meine Mafia braucht. Wir kommen hier nicht durch? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt auch keine Lust, das auszuprobieren, wenn ich ganz ehrlich. Ich will gerade einfach weiterkommen. Wo war denn das jetzt mit dem Gitter? Das war glaube ich hier, oder? Im Gedächtnis! Tja, da war das eine Sache. Boah, jetzt hätte ich mich gerade wieder erschreckt, weil das Vieh mich anguckt. Das gibt's nicht. Nee, das mit dem Gitter war gar nicht hier oben, oder? Ich verarsche mich gerade selber. Oder? Ne, warte mal, ich muss mein Tablett nehmen, da ich muss das für mein Gedächtnis tun, oder? Ne, das war oben, oder? Was ist so los mit mir? Mein Gedächtnis. Okay, ich muss meine Tabletten nehmen. Ansonsten geht hier ziemlich viel schief. Zum Beispiel, dass ich schon wieder an meinem Bildschirm gespuckt habe. Und Lara ihren Arsch in die Kamera streckt und nicht mal Geld dafür entgegennimmt. Sag mal, irgendwie hakt es doch bei dir, oder? Also irgendwas läuft dir total klar. So, ich komme wieder auf. Gut, dafür ist die Kletterwand da. Ich denke, wir müssen doch wieder zurück. Oh ja, das so. Okay, ich speichere mal, denn wenn sie sich jetzt nicht festhalten sollte, dann bin ich definitiv tot. So. Bam. Okay, jetzt so. Spielt ab, Mann. Oh yeah. Oh yeah, man. So, ich hoffe mal, dass das Gitter da oben war. Wenn nicht, dann sollte ich eventuell zum Arzt gehen, weil ich irgendwas stimmt dann nicht mit mir. Naja, das hätte ich auch schon vorher wissen können. Okay. Hoffen wir mal, dass wir... Da ist ein Gitter. Ja, das war hier oben. Okay. Ich bin doch noch nicht ganz verrückt. Spätestens nachdem ich Tomb Raider 3 gespielt habe, könnte das eingetroffen sein. Ja, das könnte in der Tat eingetroffen sein. Ich halte euch auf dem Laufenden. Okay. Hören wir auf mit der Scheiße. Das Spiel ernst. So. Da sind Piranhas. Oh Gott, das hört ja auch nicht mal auf. So. Wo? Ja. Okay, hier ist noch eine Absturzstelle. Wir müssen alles übersprechen, was für eine Absturzstelle ist. So, da drüben könnten wir... Ich denke nicht, dass sie dort drauf... Kannst du dort drauf stehen? Doch, kannst du. Okay, da drüben geht's rein. Vielleicht ein geheimer Raum. So das Klischee, ein geheimer Raum mit dem Wasserfall. Ich
spring mal durch. Mal gucken, was passiert. Ach, scheiße. Secret! Ey, echt jetzt? Geil. Ich hab ein Secret gefunden. Haha, ich hab dich entdeckt. Aber da kann ich nicht hier hochkotzen, oder? Das wäre ein bisschen krank. Das wäre wie so ein Brunnen, wie so ein Springbrunnen, nur aus, dass es ein Springkotze ist. Bäh. Aha. Okay. Speichern? Ja klar, speichern. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen zu viel speichere, aber ich bin... Manchmal gibt es so Momente in meinem Leben, da bin ich doch lieber etwas zu vorsichtig als zu nach... ja, nachlässig, nachsichtig. Immer. So. Das im Leben ist... Ahahaha! Fallen, okay. Jetzt! Hi! Okay, gut. Sieht doch Schnurke aus. Richtig Knieke. Knieke! Sag mal, ist da gerade Feuer? Boah, wenn das jetzt hier angeht, dann... Lieber schnell hoch. Lieber schnell hoch! Rennen die jetzt auch? Was ist jetzt los? Ach, da war... Das hab ich noch nicht gesehen. Ach, da unten kann ich lang gehen. Warte mal, wenn ich da unten lang gehen kann, dann wäre das doch eine Möglichkeit, dass da unten vielleicht... Wir dürfen nichts übersehen, wir dürfen nichts übersehen. Nee, nee, nee. Sicher ist es aber. Ich habe ja auch an solchen Blöcken mal eine Leiter übersehen und bin, glaube ich, eine halbe Stunde rumgehört. Da habe ich gefragt, wie es weitergeht. Ja, das ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, oder was? Das wäre jetzt Fail Nummer 100.000. Das wäre jetzt wieder das große D, was sich explizit meldet. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Gibt es hier irgendeine Kletterhand? Ja, herzlichen Glückwunsch! Ja, das war jetzt Fail. Ich muss laden. Okay, 477. Gut, das war jetzt wirklich Oberfail. Okay, aber immer wissen wir jetzt, wir müssen schnell sein, weil da Feuer kommt. Das große D meldet sich wieder zurück. Jetzt schnell, 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 schnell! Jump! Und jump! Okay. Jetzt können wir wenigstens das Vieh töten. Ich weiß zwar nicht, warum wir das töten sollten, weil wir sowieso nicht so runter müssen, wo das Vieh hin... Aha. Hi. Scheint's grün zu mögen. Das sieht aus, als ob er irgendwie zum Gott beten würde. Ja, also ich weiß, dass Lara ja wichtig ist, aber du sollst es bitte nicht übertreiben. Es sieht wirklich aus, als ob er irgendwie beten würde. Seht ihr das? Sieht irgendwie leicht aus. Okay, jetzt rennt er rum, jetzt hat er Speed genommen. Und jetzt wird rumgerannt. Ach, wisst ihr, ich hab keine Lust, den zu töten. Das dauert mir gerade. Ich bin so zu lange bei der hier rumrennen. Nur... Genero. Okay, das Secret besteht hoffentlich nicht nur aus dem Lebenskristall. Nee, aus dem kleinen Medipack. Was wir gut brauchen. Ja, brauchen wir, wa? So. Munition, 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 Munition. Ah! Okay. Ja, ich glaube, jetzt kann ich doch verstehen, warum einige sagen, das Level sei scheiße. Fallen über Fallen, yeah! Okay. Immer wird es jetzt mal ein bisschen spannender und wir kriegen Fallen. Ist doch ganz nett. So als Abwechslung. Ja. Gut. Noch ein Lebenskristall. Da ist der nächste. Was ist denn hier los? Okay. So, das waren wahrscheinlich Giftpfeile. Wollte ich jedenfalls denken. Wäre ein bisschen zu lasch. Wenn es nur Pfeile wären, die nur, ja, nur Leben abziehen würden. Ja, deswegen ist ja wahrscheinlich auch der Lebenskristall. Okay. Ach so, jetzt bin ich... Bin ich... Ne, bin ich. Ne, bin ich nicht. Warte mal. Wo bin ich lang? Da wo? Ergibt das Sinn? Ja, das ergibt Sinn. Speichern! Schon wieder! Ist ja nicht so, als hätten wir jetzt schon 100.000 Mal gespeichert. Okay, lassen wir. Und bau! Scheiße, scheiße. Okay, okay, Waffel zurück. Okay. Dann der andere. Und das sah gerade aus, ob Lara Muddelbeeren über den Laufsteg gehen würde. Die gute alte Lara, was man nicht so alles für einen Job tut. Sag mal, wo muss ich denn lang? Da unten sind doch Piranhas.
Du willst mir nicht sagen, dass ich da runter muss. Ja, doch, eine Möglichkeit wär's. Es sei denn, ich werde in so ein Studio, aber es sieht jetzt nicht so aus. Wir haben gespeichert. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Oh, ficken. Scheiße. Gah! Kack die Wand an. Ja, mit der geilen Kameraeinstellung kann ich auch total gut leben. Nee, hier ist Strudel. Nee, ist vielleicht richtig, warte mal. Ah, jetzt komme ich nicht an die Oberfläche, weil hier Strudel ist. Tja, ich würde sagen, mach mal eine wilde Wasserfall. Wuhu! Und jetzt hier Wasserball runter. Bäm! Was soll das jetzt? Ach so, ist sie tot? Okay. Okay, sie ist tot, hey! Ich wollte noch voll geil den Wasserfall runter jumpen. Ja, wo lang? Ich sehe nichts. Aber kann ich da um die Ecke springen? Okay, versuchen wir es nochmal. Und versuchen wir nochmal den geilen Wasserfall runter zu jumpen. Vielleicht geht das ja. Wieso ist sie tot? Guck dich das an! Dann planscht sie wie so ein Kind im Wasser. Was ist denn das? Ja, irgendwie... Ja, weiß ich gerade nicht so lang. Ich würde doch mal da oben, weil... Warte mal, hier ist eine Kletterwand. Ja, das brustete ich über sie auf Fenster. Ach, ich muss doch gar nicht. Sag mal, das war nur ein scheiß Lebensmittel. Okay, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ich weiß, wie lang. Oh Mann. Kauf dir eine Brille. So. Können wir gleich in 1 zu 0 fangen? Ja. So, dann kommen wir doch schnieke darüber. Genau. Ja, man muss schon sagen, diese Kamera an sich von unten ist sehr innovativ. Oder was sagst du dazu, Lara? Meine Kollegin. Meine Blutgewand. Meine Blutschwester. So. Aha. Das sieht doch gut aus. Juti, haben wir das Rätsel aufgelöst. Wie wollen die hochkommen, wenn ich mich jetzt schon so blöd anstelle? Was soll denn das bei richtigen Rätseln werden? Also ich muss sagen, bis jetzt hatten wir noch gar keine richtige Rätsel, oder? Wenn ich mal überlege. Na gut, das eine in London, in Aldwych mit diesen Schaltern, wo man sprinten musste. Das war schon ein bisschen rätselhaft, aber jetzt so richtige Rätsel mit irgendwelchen Kombinationen, wo man nachdenken muss, kann ich mich jetzt nicht zwangshaft dran erinnern. Aber man soll den Tag nicht von Eltern und Abendblumen oder wie dieser Spruch auch geht. So. Diese geilen Seite. Aha. Okay, da hinten habe ich schon wieder es ist kein Speicher, du merkst den Lebenskristall gesehen. Brauchen wir eigentlich jetzt zwangshaft nicht, aber es könnte ja wieder solche Giftbücher ankommen. Was ist hier los? Cool. Aha! Ein Krokodil! Haha! Hi! So, mein Mitbewohner. Pinkes Wasser. Pinkes Blut. Pinkes Blut! Wah! So übelst Neon und pinkes Disco-Blut, Leute, das sage ich euch. U-Boot. Ein Kajak wahrscheinlich. Ja. Geil! Bitte auch wieder fahren! Toll, weil ich auch so richtig geil fahren kann. Gibt's hier unten noch irgendeinen Schalter oder irgendwie. Warum bist du nicht tot? Ist das ein zweites? Oder habe ich das nur nicht richtig getötet? Okay, das weiß ich. Ich komme jetzt hier doch nicht mehr hoch, oder? Ja. Scheiße war's. Okay. Wir sollten lieber ein bisschen schnell in das Boot steigen, weil Krokodile sind für gewöhnlich ein bisschen gefährlich. Ein bisschen gefährlich. Ein bisschen gefährlich. Ein bisschen... Kann das mich angreifen, wenn ich im Boot sitze? Was für eine dumme Frage! Okay. So. Ist das ein Kajak? Ich glaub nicht. Wie geht das? Zurück? Kann ich irgendwas mit... machen. Nein. Oh Gott, ist das scheiße zu steuern.
Ah! Wisst ihr, wie scheiße das ist? Ich drücke... Oh, Kacke. Ach, das war... Ist doch ein zweites Krokodil. Das ist ja nett. Ach, da unten ist ein Hebel. Ha, ja, ist das schön. War, ja. Ich war gerade vom Krokodil angesprochen. Warte mal, wie komme ich hier raus? Kann sie... Ich versuche gerade zu viel... Aussteigen. Das ist bei Autos, bei Fahrzeugen immer das... Problem. Ja, wie steige ich aus? Hilfe! Ja, ganz ruhig, meine Güte. Wir kriegen das hin. Ich wäre eigentlich versuchen, dass sie hier... Ach, scheiß drauf, ich lade. Das ist mir jetzt echt zu viel. Mein Herz macht nicht mehr so viel mit. Zwei Krokodile. Okay. Dann sind es halt zwei Krokodile. Vielleicht auch mit Fatsch. Weil auch du Superman, da wird man mit Fatsch mit einer Klau, wird man damit fertig. So. Wo ist er? Wo ist er? Na? Na? Habt ihr Angst? Was? Ja, ja, sobald mir den Namen Lauer Croft hört. Da, da ist auch. So, Nummer 1 müsste vielleicht gut sein. Jo, wo ist Nummer 2? Kommt das erst, wenn ich ins Wasser springe? Haha, das habt euch gut ausgedacht, meine. Nee. Na ehrlich, wo ist das zweite? Kommt doch nicht echt ernsthaft, wenn ich ins Wasser springe. Ich hab's gesehen. Da war es doch gerade, oder? Da ist es. Das verkriecht sich, das versteckt sich. Aha. Das hat Angst vor uns. Das will nicht getötet werden. Ja, ja. Tja. Ja. Okay, wir haben es geschafft. Speichern. Hebel betätigen und los geht's. Ich sehe schon. Boot. Ja, wahrscheinlich dachten sie sich, da ich nicht Auto fahren kann, probieren sie es mal mit dem Boot. Ich glaube, mit dem Kajak wird das auch nicht geil. Also, wenn ich schon sehe, wie die Steuerung ist, sie braucht extrem lang, bis sie nach rechts und nach links steuert. Und dann noch ein bisschen verzerrt ist. Du drückst die Rechtstaste oder so und dann paddelt sie noch 5000 Stunden in die Richtung, bevor sie aufhört. Speichern. Und los geht die Homefahrt. Okay. Boah, das ist echt scheiße zu steuern, Leute. Tschüss, das an. Gott. Gut. Fehlt nur noch, dass jetzt irgendwelche Hindernisparcours kommen oder irgendwas auf Zeit und ich bin auf Arsch. Okay. Ganz an. Fahren wir mal runter. Oh Gott, Musik oder was? Wuhuhuhu! Yeah! Lauer Croft ist in der Haus, Leute! Woo! Okay. Bam, jetzt geht's los. Action, woo! Bam, bam, wie geil, das ist scheiße. Okay. Was ist das grüne? Ich will zum grün. Ich will... Könntest du dich bitte drehen? Könntest du dich bitte... Ich seh nix! Woo! Okay. Okay, Laura. Na, das ist ein geiler Trip. Oh Gott. Ich bin so schlecht. Rechts oder links? Ich bevorzuge links. Nein, wir wollen rechts. Was ist... Ach, das ist gar kein Bug. Das ist was Rotes. Was heißt rot? Ja, ich werde schon sterben. Ich will noch nicht sterben. Okay. Merk es dir. Rot ist schlecht. Rot heißt warten wie bei einer Ampel, Mann. Gut. Das sieht ja nach einer Menge Spaß aus. Juhu! Aber übelst dich, Leute. Also, die Steuern, das ist ja echt kacke. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt mit dem Controller besser geht als mit der Tastatur. Ich habe keine Ahnung. Oh, wie ich hier gerade verkrampft da sitze, wie ich gerade mein Körper in die Richtung lenke, wo sie hinlenken soll. Okay. Okay, ein bisschen nach gestorben. Ja, da war ja hier das Rote, genau. Also das Rote ist böse. Ja, ja, und jetzt nach vorne! Okay, vergiss es, nix nach vorne. Ey, ich werde hier 100.000 Medipacks verschwenden, weil ich so schlecht bin. Könntest du dich drehen? Das ist so zum Kotzen. Okay, nach rechts. Jetzt gleich nach rechts, Fräulein. Nach rechts.
nach rechts! Oh Gott, du schaffst das noch! Ich lauf an dich! Oh, okay. Okay, wir kommen vorwärts. Seht ihr das? Wir kommen vorwärts. Wir kommen ernsthaft vorwärts. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Lara, danke, dass du mir manchmal, aber nur manchmal. Mein Tag war so. Manchmal, aber nur manchmal. Haben Frauen ein kleines bisschen Frauen. Haben Frauen, ja. Haben Frauen ein kleines bisschen Hauen, ja. Genau wie Lara. Die muss man auch was verhauen, damit sie erzählen muss. So, Player Mode. Hier ist eine Kletterwand. Das heißt, wir kommen hier später hin oder können wir aussteigen? Nee, ich weiß nicht, wie ich aussteige. Ja, solange ich nicht weiß, wie ich aussteige. Scheiße, ich sehe nichts. Könntest du nicht drehen? Bitte? Hey, oh Gott! Okay, X! Okay, wir sind ficken. Okay, aber jetzt schon nach links? Nach links? Ja! 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 Und jetzt dreh. Geil, Mann, geil! Okay. Hört man nicht auf, oder? Das hört man nicht auf. Oh Gott. Jetzt geht's nochmal richtig ab. Hier, wuhu! Bam! Was? Ich hatte ein Lebenskristall! Das Spiel verarscht mich, Herr Küche. Ich brauche Schlüpfer. So, da bin ich wieder. Ja, wahrscheinlich konnte man diesen kleinen Sprung nicht ohne volles Leben überleben. Das heißt, ich sag's ja, 10.000 Medipix verbeugen, das ist nicht gut. So, ein bisschen nach rechts lenken, bitte. Ziel gut, hä? Genau. Warum denn? Du warst doch vorher auch nicht tot, Lara. Wieso tut sie mir das an? Ich glaube, ich dreh durch. Okay, nein. Dramatisieren wir die Scheiße mal nicht so sehr. Ey, wie früh man nach rechts und nach links lenken muss, weil sie, guck dich das an! Sie hapert total! Also, was ist das? Okay, jetzt nach E. Du drückst einmal die Rückwärtstaste, da paddelt sie. Ey, ich bin so gut, oder? Ich bin so richtig, richtig fucking schlecht. Mensch, ein Pack ist doch nicht so schwer! Okay. Ja. Okay, wir sind durch. Boah! Ich stelle mich mal wieder richtig blöd an. Ich hatte volles Leben, Mann. Okay, ist egal. Ich werde so oder so wahrscheinlich sterben. Nein. Okay, geradeaus. Man kommt da nicht mal hin, ey. Was ist denn das für eine affengeile Scheiße? Naja, geil ist es nicht. Jetzt dreh dich doch. Warum drehst du dich nicht? Och Mann, das macht doch keinen Spaß. Ja, als ob es überhaupt irgendwie Spaß machen würde. Ja, bitte dreh dich so, dass ich überhaupt nichts sehen kann. Oh, na. Scheiße, echt. Ja, dann gehen wir halt durch die Pfeile. Ist ja kein Problem. Du ziehst mir zu viel Leben ab. Oh Gott, das ist echt nicht einfach, muss man mal sagen, wa? Okay.